Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum dritten The Walking Dead Season 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Gestern ging's einfach wieder richtig ab. Wir haben neue Leute kennengelernt und eine ganz wichtige Sache erstmal vorweg. Ich habe euch nämlich abstimmen lassen, endgültig die letzte Entscheidung, ob wir das Spiel weiterhin auf Deutsch oder auf Englisch spielen. Und die Mehrheit war einfach ganz klar dafür, ich blende euch auch hier nochmal die Abstimmung ein, dass wir das Spiel wieder auf Englisch umstellen mit deutschem Untertitel. So, ich find's, also mir ist es eigentlich relativ egal gewesen, weil ich fand, nach dieser Folge hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, aber ich fand die Emotionen, die kamen natürlich nicht so ganz rüber wie auf Englisch, weil da die Sprache einfach, die Aussprache und alles ganz anders ist als im Deutschen so, ne, wisst ihr, wie ich meine? Weil nicht alles hat immer eine gute Synchronisation. Und deshalb machen wir es jetzt einfach auf Englisch, Leute, wieder und machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Danke nochmal für euer krasses Feedback gestern wieder, 7000 Likes. Und ich hoffe, ihr behaltet das daily bei, wollte ich sagen, Leute. Deshalb nimmt schon mal jetzt den Daumen nach oben auseinander. Wir machen weiter mit der nächsten Episode. Ich lade das jeden Tag hoch, Leute. Und jetzt geht's weiter. Folge 1, gekauft und installiert. Ach, so heißt die doch gar nicht. Genug im Wegrennen. Scheiße, Alter, let's go. Die Musik. So, wir machen jetzt Untertitelanzeigen an. Größtes Untertitel wolltet ihr eher groß. So, jetzt haben wir einen großen Untertitel. Sprache auf Englisch. Und jetzt kann es weitergehen. Let's go. Where the hell is she? You give her weapon back. Good. We're gonna need you to put it to use. We've got a hunting party out there trying to get back inside. Need our help to clear the way. Seems to be a few more than usual these last couple days. It's almost like something drew their attention. Something like, I don't know, an explosion or a car crash. Bye. What? Wir kennen uns noch nicht. Es tut mir leid. There's gotta be some explanation. Hast du ein Problem? Are you insinuating something? You know, just speculating. Hello, Clementine. I'm Violet. Nice to meet you. What he said. All right, boys and girls, they're starting to fill in. Come on. Be careful out there. Don't mind Violet. She grows on you. I promise. Ja, sie braucht ihre Zeit wahrscheinlich. Oh, this? It's a chair leg. I call it Cheryl's. Holzi. Ja, das ist echt mit Englisch ein ganz anderes Feeling, Leute. Da habt ihr wirklich recht. Hey, let me help. I need you to watch my back. Call out from inside if you see anything. Cool? Okay. See you on the other side. Und die Stimme von Clementine ist echt einzigartig, Leute. Und auf Deutsch ist die Stimme natürlich nicht so geil wie auf Englisch. Das ist einfach Fakt. Oh Mann. Irgendwas musst du ja anlocken, ne? Etwas, das die immer sich hier rumtreiben. Monster! Tötet die Beißer. Okay, let's go. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir gehen den Kombi nochmal Kreis und dann Dreieck. Ja, genau. Ja, den haben wir. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ist das hinten noch einer? Komm, schnell, schnell, schnell. Dreieck. Ja, jetzt sehen die erstmal, was Clementine drauf hat, ey. Hey, over here! Der schmeißt den jetzt in den Kopf rein, oder? Gucken, was der jetzt macht. Bin gespannt. Boah, das war gut, Alter. Ja, aber jetzt muss das wieder aufbauen, mein Lieber. There's a whole bunch of traps laying around this area for these asshats. They're all marked, so keep a lookout. Okay, warte. Eins, zwei, jetzt. Und jetzt los. Ja, die kann man auch einfach ganz normal umbringen, finde ich. Oh, fuck, fuck, fuck. Jetzt kommen immer mehr, wir müssen aufpassen. Da können wir das noch durchschneiden. Was sollen wir den mal verarschen, Leute? Ich verarsche den mal. Oh, 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 der ist schnell unterwegs. Der ist schnell unterwegs gewesen, habt ihr das gesehen? Ach, hinter mir sind, glaube ich, noch mehr. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss den hier hinlocken. Hallo. Nein, 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 nein. Schneller, 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 schneller. Meinst du, das trifft den? Jawohl. Ich wollte mit dem ein bisschen Reise nach Jerusalem spielen. Halfway. Fuck, schneller, warte, warte. So, jetzt kommt der erstmal, der kriegt das ab. Jetzt hat zwei mit einem Schlag vielleicht. Das war ja aus dem Trailer, Leute, ne? Erinnert ihr euch noch? Oh nein. Fuck, 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 fuck. Schneller, 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 schneller. Und dann der andere kommt. Nein, nein. Alter. Da wurden wir wohl ge
gebissen. Ne, also das war nicht so gut. Scheiße, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir echt durchziehen. Weil rechts kommt direkt noch einer. Habt ihr die? Ja, wir müssen ja nicht alle direkt komplett mit den Dingern da töten. So. Okay, den will ich noch irgendwie verarschen. Ich hab Bock, den zu verarschen, Leute. Wo ist der? Wo ist der? Ist der ganz schnell unterwegs? So, jetzt verarschen wir den mal ein bisschen. Ja, komm her. Ja, komm. Auf einmal, stell dir vor, der Zombie trennt das selber durch und wir sind am Arsch. Ja, komm her. Ja, komm. Oh nein. Scheiße, das war ein Fail. Oh nein, jetzt darf kein anderer kommen. Boah, ich hab gedacht, der beißt uns jetzt. Ist da noch jemand? Yo, over here. Nice timing. We're not gonna be able to hold them off much longer. No kidding. Where'd all these walkers come from? We can talk when we're back inside the gates. Keep an eye out for stragglers. Knappe Kiste auf jeden Fall. Die ist irgendwie noch, die vertraut uns noch nicht, ne? Boah, die dünne Beine rechts. Considering the circumstances and all. Thanks. Vielleicht werden sie ja die besten Freunde. So, und jetzt kommt Tag Team. Oh, der kriegt so einen. Der kriegt jetzt eine richtige Attacke. Warte. Und. Hadouken! Sieh den Arm wach. Piece of shit. Oh nein, hinter dir! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Clementine! Schneller! Oh mein Gott! Knapp! Hallo, wir müssen aufpassen! Oh! Ja! Warum hilft uns denn niemand? Oh! Da kommt der Hund her! Boah! Okay. Hallo! Beruhig dich! Ich bin einer von euch! Good girl! Hey! It's alright, girl. Hey, see you and Rosie are making friends. Das ist ein Bulldogger. Experience with the dog once. Well, Rosie here can help you get over it. She's as cuddly as they come. Oh, except when she's mauling walkers, that is. Okay. Ja, okay. Den Hund kannte ich noch nicht. That walker came out of nowhere. Ich hoffe, er wurde nicht gebissen. All right, fun's over. Let's get inside. I'm fucking starving. You're not the only one. Boah, hat der mich erschrocken, gerade der Hund, ne? How do you think it went? Be nice, Asim. Safe stone's nearly dry. I could barely find enough for tonight. We're gonna have to scout out further if we want food for the winter. We'll talk about it later. Bullshit. We should talk about this right now. I said later, damn it. Still standing, I see. Der macht sich irgendwie ein Clementine ran, der Typ, ne? I call it a B-plus performance there, Vi. You've done better. Fuck off. B-minus, then. Now, Clem here. That was a solid A. A-plus even. Ja, Schleimer, ey. Don't be jealous, Vi. Du warst toll, du hast auch gute Arbeit geleistet. Wir müssen uns erstmal mit ihr anfreunden. You kicked ass, Violet. A-plus. Violet wird sich daran erinnern. You're both delusional. Siehst du? Ein bisschen Pluspunkte sammeln, Leute. Muss ich ja mit dem ein bisschen anfreunden, weil wir sind ja zu denen gekommen, nicht die zu uns. Und die wollen ja kein schlechtes Auge, ne, dass uns irgendwie jemand dumm anmacht oder sowas. Deshalb müssen wir uns erstmal mit den Leuten ein bisschen anfreunden und gucken, was hier so abgeht, ne? Aber ich glaube, hier geht noch ganz andere Spielchen, von denen wir noch gar nichts wissen, Leute. Und das seht ihr in der nächsten Folge, nein, Spaß. Ich höre doch nicht nach 10 Minuten auf. Wir machen jetzt sofort weiter. Es lädt jetzt hier wieder 10 Jahre. So. Aber AJ ist irgendwie abgefuckt, vielleicht, dass wir ihn nicht mitgenommen haben. Aber er ist noch zu jung. Ich will das nicht riskieren, dass er mitkommt, Leute, ganz ehrlich. Oder hättet ihr es riskiert? Wir hatten ja nicht mal die Auswahlmöglichkeit, das zu entscheiden. They're pretty good with the monsters. Come on, y'all. Food's here. Was macht der da? Get back to goddamn wall. Schleicht sich an ihn ran. Yeah, you can't really walk up behind him. He's got a thing about that. A painful thing. He can't go around punching people in the... No one expect me to eat at the same table. Was ist los mit ihm? I'll talk to him. Wir müssen ihm mal ein bisschen was beibringen. Hey. So. Hey. What are you looking at? What's that bird doing? That's gross. He should stop. Er überlebt. The same thing we're doing, surviving. But we don't eat monsters.
Yeah, but if we could, we probably would. I wouldn't. Whatever you say. I wouldn't. Klar, wenn du nichts zu essen hättest und du verhungerst 5 Tage, dann würdest du auch das essen. I didn't mean to hit him. I didn't know that it was Marvin. Marlin. Right. AJ, I'm sure they'll forgive you, but we should go talk to them. But I don't think they like me. I can just tell. They don't. Wir können es ihnen beweisen. If they don't, let's go show them how wrong they are. I think I'll stay here. Nein. With the bird. Nein. AJ, listen. We haven't eaten for days. The car is gone. All that's outside these walls are walkers. Genau. Do you really want to go back out there? No. So we should apologize to Marlin. Right now? Well, we can work up to it. Let's talk to the other kids first. So, und jetzt hilft AJ, Freunde zu finden. Boah. So ein Unterschrift habe ich auch nicht gesehen. Hä? Wollen wir Freunde sein? Oh ne, nicht die. Ey, die hat mich so abgefuckt gestern, oder wann war das? Ja, gestern war das, ey. Boah, wie die mir auf den Sack ging, ne? Das ist so eine, die ist immer direkt angepisst. Aber vielleicht ist die auch korrekt im Inneren. There's that girl I bit. Yeah, wanna talk to her? You mean, say I'm sorry? Yes. She's scary and always seems so mad. You can do it. You just gotta... Fang mit einem Witz an. Sag ihr, dass du Angst hattest. Ja, sie ist noch ein kleiner Junge, das würde ich sagen. Tell her why you did it. Because of my... thing? Yep. It's nothing to be ashamed of. Just be honest. Yes? I'm sorry I bit you sometimes. When I get scared, I do that, but I don't mean to. I just get scared, and I'm sorry, and I hope your finger is okay. Wie süß. Oh, Shug, it's all right. We can all get a little crazy when we get scared. Thank you for your honesty and your apology. I did it. You sure did. Huh? So, dann haben wir unseren ersten Freund gefunden. Oder Freundin, besser gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist innerlich. Vielleicht ist das auch ein Florian. Ich weiß es nicht. Gucken uns mal ein bisschen mehr um hier noch. So, da hinten ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich habe jetzt einmal im Kreis gedreht. So, wir schauen mal. Was haben wir hier? Betrachte den Fahnenmast. I'm not sure anyone would pledge to that. Boah, sieht schon echt alles verwüstet aus hier, ne? Na gut, die chillen jetzt gerade hier am Feuer. Lass uns die mal ein bisschen kurz alleine. Wir gehen mal kurz weiter. Was haben wir denn noch hier? Wen haben wir denn noch? Ah, die haben wir noch hier. Das ist der, der sich gerade am Ende mit dem einen ein bisschen gestritten hat. Mit Asim? Asim? Asim-Karte! Hello. Hello. Oh, hey. It's you two. Clementine, right? Yep. Asim, right? What are you writing? What happened today? I chronicle everything. Ah, Tagebuch macht, Like a diary? Yeah. I try to think of it more like a history book. Those who do not learn from the past and all that. You seemed really mad at Marlin back there. He keeps pulling back the safe zone. We have fewer and fewer places to hunt, which means we're gonna have fewer and fewer things to eat. The new girl went and helped the hunting party come back. She... Hey, zip it! That is not yours to read, kid. Give it back. It was just sitting there. Gib es zurück. AJ, give it back to him. Wenn er es nicht will, dann will er das nicht. Es ist sein Buch. Thank you. This thing is the only place I get any real privacy around here. I gotta preserve what I can, you know? I gotta finish this before dinner. Not to be, like, rude, but, you know. Bye. Okay, ja, der ist irgendwie ja ganz komisch, ne? Ich will nicht unhöflich sein, aber ciao. So, cool, wir sind ganz neu hier und... Keine Ahnung, ganz komischer Typ. Also erster Eindruck, echt komisch von dem. So, wir gehen erst noch mal hier hin. Oh, wie viel hier ist. Redolent of Road. Hey, guys. Clem, AJ, this is Omar. Excuse me. Oh, Omar, pardon. Chef Omar. Hello, and no, it's not ready yet. Oh, Digga, ich krieg richtig Hunger, Omar's a perfectionist. The slightest flavor out of place, and he's grumpy for a week.
You can eat or you can eat right. All it'll cost you is a little patience. I'll let you guys know when we're done. Ich weiß nicht, der ist korrekt zu uns, der eine, aber irgendwie scheint er sich auch so leicht an Clementine ranmachen zu wollen. Merkt ihr das? Der lobt die immer so und so. Der macht sich schon ein bisschen leicht ran an sie. Rede mit Mitchie und Willy. Wer war das denn nochmal? Hey. Ah, die eine da, die komisch drauf war. Hey, you're new. I am. We're carving a weapon. Yeah, I can see that. You're good at that. You like that, huh, little dude? Wanna see something cool? I wanna see. Jetzt schneidet er sich. Pretty rad, huh? That's how you fuck up some monsters. Swear. I'm sorry. Was ist denn mit der los, Alter? AJ brachte Mitchie und Willy zum Lachen. Hat denn Clementine gerade so enttäuscht geguckt? Habt ihr es gesehen? So nach dem Motto, ihr habt mit AJ mehr Spaß als mit mir, hä? Oder habe ich das falsch verstanden? Ihr habt gerade echt komisch geguckt, Leute, oder? Was müssen wir noch zu den zwei, dann haben wir alle abgeklappert. Das ist ja, glaube ich, der Anführer hier, der Linke, ne? Der Marlon, genau. Und Freundin. I'm not ready. Not yet. Okay. Let's talk to someone else. Die Frage ist, mit wem? Wir haben doch schon eigentlich mit allen geredet hier, ne? Guck mal, wir waren da. Oh, hart, AJ, ich glaube, der hat Teleportation gemacht, Leute, oder? Guck mal, auf einmal ist der hier, Alter. Das, ich glaube, ihm macht Spaß zu sehen, wie die da die Waffen schneiden. Wir gucken uns aber erstmal noch ein bisschen um hier. Vielleicht haben wir noch Leute übersehen, die hier sind. Betrachten die Barrikade. Lock off. Kids must have not wanted anyone to get through there. Glaub mir, sind noch ganz dunkle Geheimnisse, von denen wir noch nichts wissen, ey. Und ich bin gerade am gucken. Ihr müsst euch immer bei solchen Spielen versuchen, in die Lage zu versetzen, Leute. Ein bisschen so zu denken, was würdet ihr jetzt machen? Das ist eine Zombie-Apokalypse. Ihr seid mit voll vielen anderen Kindern, die ihr nicht kennt, unterwegs. Und ihr wisst halt nicht, wie die drauf sind, was die genau vorhaben. Solche Dinge halt, ne? They can see over the walls with that. Smart. Okay, so wir haben eigentlich jetzt mit so gut wie allen geredet, ne, Leute? AJ ist aber immer noch nicht bereit dazu. Komisch. Aber vielleicht ist da hinten noch irgendwas. So, wir waren ja hier. Reingehen können wir, glaube ich, noch nicht. Also müssen wir hier lang gehen. Na, da hinten haben wir auch noch jemanden. So. Hey, guys. What is this? Our graveyard. You guys still do that? Kinda, sorta. So, who's buried here? Nobody really. This is where we buried 10 sisters' belongings. Minnie and Sophie. Twins. Lost them. Both about a year ago. Paying respects. Should we do that too? Maybe? Eigentlich schon eine gute Idee. I've never seen anyone do that. Doch, sollte man. Yeah. I think that'd be a very nice thing to do, AJ. Come on. Oh, der arme Junge tut mir voll leid. Man sieht ihm das richtig im Gesicht an, ne? Thank you. Sind froh, dass AJ sie respektiert. Perfekt. Ja, natürlich. Man macht Verluste. Clem. Man lernt neue Leute kennen. Yeah, I'm ready. Okay. To talk to Marla. Okay. Da bin ich mal gespannt. Aber der wird, als ob er jetzt sagt, ja, nehme ich dich an, du musst aufpassen, du kleiner Zwerg. Aha, guck mal hier. Aber wenn eine rote Kreis drüber ist oder orange, dann heißt das, es kann Konsequenzen geben. Heißt das aber auch, dass wir andere Optionen haben? Dass wir nicht mit dem reden müssen zum Beispiel? Warte, das will ich mal gerne wissen. Öffne die Türen. Nee. Also ich würde schon mit dem reden, Alter. Das ist mir schon wichtig, dass alle Situationen klargestellt sind. Definitiv. Clementine, right? I'm Brody. He's a sweet little fella. Figured there ain't a lot of room for sweetness still out there. Das sieht nicht jeder. Yeah, he is pretty sweet. Not everybody sees that. I won't pay them no mind if you won't. Jay? I'm really sorry I hit you. Can we please stay here and eat dinner and not go out into the forest and get killed by monsters? Don't sweat it, buddy.
You can make it up to me by teaching me your technique. You, a regular heavyweight. Hey, Clem! AJ! Stew's done! You guys earned your supper after all. Aber der Hund macht mir irgendwie Angst, ne? Junge, das ist echt ein richtiger Brecher, dieser Hund, ey. Das ist ein richtiges Vieh. Aber er beschützt uns. Das muss man ihm lassen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von diesen Hunden. So eher so diese kleinen, süßen Hunde. Dinner is served. Thanks. Wow, can't remember the last time we had a hot meal. Ich hab auch voll Bock jetzt, Leute. Ihr auch, oder? Really good. Ja, AJ gönnt sich richtig, ey. Ja, Mahlzeit. Schulz! Guck mal, AJ. Manieren, AJ. Where are your manners, AJ? Good night. Good night. Er fuckt sich darüber ab, dass er so gegessen hat. Clem. Sorry, buddy. I'm sure they shared as much as they could. AJ, heads up. I'm full, kiddo. You can have the rest. Are you sure? You bet. I'm all done. Mm-hmm. Me too. Now what? I'll tell you what. Time for something very important. Oh, God. Good night. Violet, it's time. What's the game tonight, Lou? War. The oldest game around. A game played by man and beast alike. The only game there is. Nie gespielt. I don't know the game. The only card game I've played had less people. Don't worry. You'll pick it up as we go. It's easy. Everyone gets a stack of cards. Everyone flips one over. Highest card wins. And the winner gets to ask Clem a question. What? I want to get to know you. We all do. And what if I win? Then you get to ask us one. It's only fair. Wait, what about AJ? What about him? Looks like he's made a friend. Okay. Jemanden in seinem Alter, chillt jetzt mit dem ein bisschen. Ist doch korrekt. You can take your eyes off him for one card game. But you both could use a break from each other. Yeah, maybe. This is his first time around anyone his own age. Sometimes he acts more like an adult than a kid. It's nice to see him act like a little boy again. Lewis, if you would. Wer wird gewinnen, Leute? Das werdet ihr morgen in der nächsten Folge sehen, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese coole Folge. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute, wieder mal ein bisschen was Neues zu erfahren, die Jungs mal ein bisschen näher kennenzulernen. Haben uns entschuldigt bei denen. Aber wir wissen natürlich noch im geringsten Ansatz so gut wie gar nichts. Deshalb, in der nächsten Folge werden wir bestimmt mehr über die Jungs erfahren, was hier so abgehen wird, wie es weitergehen wird, Leute. Deshalb lasst doch mal jetzt einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr auf die nächste Folge freut morgen. Würde ich sagen, Freunde, bis morgen. Checkt Instagram aus, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und morgen geht's weiter mit der Walking Dead. Schaltet wieder alle ein. Haut rein und ciao.